Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3 und willkommen zu einem neuen Live-Commentary. Heute spielen wir mal wieder Call of Duty Black Ops 2 Herrschaft und das alles in der Standardversion. Nichts Hardcore-mäßiges, sondern ganz normal. So, bevor ich überhaupt dieses ganze Gameplay beginne, werde ich noch ein kleines Thema in das Commentary einpacken, weil es geht mir heute um ein ganz besonderes Ding und zwar um das neue YouTube-Design. Das neue YouTube-Design hat natürlich bei vielen YouTubern wirklich nicht gerade auf auf Liebe gestoßen. Ist nicht auf Liebe gestoßen und ich muss auch sagen, warum das nicht so ist. Erstens mal das neue YouTube-Design. Was? Schon wieder ein neues YouTube-Design? Das fragen sich immer die Ersten. Ja, YouTube hat wieder ein neues Design gemacht und es ist wirklich der letzte Husten. Erstens mal, was hat eigentlich das neue YouTube-Design? Nun ja, die Analystik ist zum Beispiel schon ein bisschen länger bekannt. Was ist eigentlich die Analystik? Man kann bei YouTube nämlich einsehen, wie viele Klicks man hat, wie viele Klicks am Tag und wie viele Klicks in der Woche, wie viele Klicks im Monat und wie viele Klicks im Jahr, wie viele Abonnenten, wie die Abonnenten heißen und was weiß ich. Die ganze Statistik eben. In den Vereinigten Staaten von Amerika gibt es sogar eine kleine Karte. Wie Google Maps müsst ihr euch das vorstellen. Da seht ihr sogar, wo die Videos am meisten gesehen, welches Video denn am meisten gesehen wird, in welchem Bundesstaat. Sogar die Männlichkeit und die Weiblichkeit der YouTuber wird dabei angezeigt. Leider gibt es dieses endfucking geile Update nicht für die, ja, für Europa natürlich, nicht für die PS3. Und zwar, das neue YouTube-Design ist richtig kacke, es ist auch sehr schlecht aufgebaut und ich muss auch sagen, warum. Ihr wisst ja wahrscheinlich, dass ihr dieses Bild ändern könnt. Ja, nicht dieses Avatarbild von eurem YouTube-Bild zum Beispiel, nicht die Katze oder euer Hund, der gerade an Krebs verreckt. Nein, es geht mir einfach um dieses Bild da, dieses Kanallogo, was ich ja drin habe. Ich habe ja diesen Server drin, also diesen komischen Typ da, der auf diesem Surfbrett mit der Welle ist. Ich bin mit diesem Bild zufrieden, aber das ist nicht das Thema. Es geht mir einfach darum, dass ich es kompliziert finde, wie man das zum Beispiel ändern tut. Viele wissen gar nicht, wie man dieses Kanalding überhaupt ändert. Besonders mit einem Smartphone ist es sehr schwierig und mit einem iPad erst sowieso. Gut, mit einem Laptop, ich habe es versucht, funktioniert es einigermaßen, aber man muss natürlich schon den grünen Daumen besitzen. Ich finde das richtig kacke. Und jetzt frage ich einfach mal an euch. Ich richte dieses Video nicht an MyVideo und auch nicht an Clipfish und auch nicht an, weiß ich nicht, an russische Kraft. Nein, ich sende dieses Video an YouTube und somit frage ich auch die ganzen YouTube-Community, was haltet ihr vom neuen YouTube-Design? Findet ihr es auch in Ordnung? Findet ihr es scheiße? Findet ihr es nicht gut? Schreibt eure Sorgen, eure Sehnsüchte und was weiß ich in die Kommentare. Bam! So. Jetzt wollen wir mir doch mal ein kleines Gameplay erzählen. Ich bin jetzt gerade mal dreimal gestorben. Böse Zungen in der COD-Szene sagen immer, dass ich der schlechteste Kommentator bin auf YouTube mit einer extrem schlechten KD. Und ich denke mal, die Leute haben auch recht. Aber schaut euch doch mal meine Internetverbindung an. Ich habe wirklich eine der schlechtesten Internetraten, die es gibt. Und ich muss schon sagen, da noch einen Kill zu machen, ist deutlich gut. So. Das war mein sogenanntes News, mein Special über das YouTube-Design. Jetzt liegt es an euch, schreibt mal in die Kommentare, was findet ihr denn daran so cool? Oder? Scheiße. Ich sage ciao, Mann, ich melde mich jetzt zurück ins Studio, aber das erst in 1 Minute 43 Sekunden. Lehnt euch zurück und genießt das Gameplay. Also wer jetzt hier Musik erwartet, der ist bei mir falsch. So. Puh, ey, nein! Die letzten Sekunden und ich bin, werd hier schon alle abgeknallt. Ganz furchtbare Sache. Oh man, what the fuck? Keine Ahnung, was der gesagt hat. Irgendwas auf Englisch. So, ja, was soll ich Ihnen noch sagen? Ja, ich habe ja die Super Slim von Sony und die Super Slim von Sony, die ist ja mal richtig kacke. Ich finde Sony richtig cool. Ich habe eine PS3, ja, die funktioniert wieder, aber das war's eigentlich schon, weil einfach bei der PlayStation Super Slim, die ich habe, gerade mal 16 GB sind. Und ich muss mir unbedingt jetzt bald eine neue PlayStation kaufen. Also keine neue PlayStation 3, sondern eine neue Festplatte, damit ich
500 Gigabyte habe, damit ich auch die ganz großen Spiele spielen kann, wie zum Beispiel Red Dead Redemption oder Grand Theft Auto 5, weil nach 4 Spielen ist bei mir Schluss, der Speicher ist voll und das ist Kacke. So. Aber was ich bei der Super Slim cool finde, das ist dieses aufschiebbare System da, also diese CD kann man ja einfach richtig leicht einschieben, einfach so CD hier so wegschieben und dann hat man das Ding schon richtig geil gemacht und das Baba Paul KKRZ. Hier weißt du, was läuft. So. Okay, wir haben jetzt noch 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Es ist vorbei. Es ist der Sieg 103 zu 68. Das ist der Endscore mit 1075 EP. Verlassen wir die Runde. Freak Player 21 macht nochmal einen schönen Kill an der Fahne. Und ich sage, ciao, Mann. Ich melde mich zurück ins Studio. Ich sag bis dann, haut rein einfach.